Hallo, ist wieder euer Kreuzfahrturlauber Fabian. Gemeinsam mit meinem Schiffberater.com bringen wir dich an Bord. Und damit viele Grüße von Bord der MS Amadea, das aktuelle ZDF-Traumschiff. Unter dem Namen kennen es sicherlich die meisten von euch, unterwegs für Phoenix-Reisen. 570 Gäste, 310 Crewmitglieder, 193 Meter lang, also durchaus ein kleineres Schiff auf dem deutschen Kreuzfahrtmarkt. Und ich bin sehr gespannt, dieses, wie Phoenix-Reisen selbst sagt, das First-Class-Schiff von Phoenix-Reisen gemeinsam mit euch kennenzulernen in den nächsten 18 Tagen. Es wird herbstlich auf der Nordsee, es ist also Zeit, Abschied zu nehmen von Bremerhaven, wo wir gestern abgelegt haben, und wir sind unterwegs in Richtung Nizza, in den sonnigen Süden, ins Mittelmeer, bevor das Schiff dann bald auch auf Weltreise gehen wird. Bis dahin liegen einige spannende Häfen vor uns an den Küsten Westeuropas und nicht nur an den Küsten, sondern auch auf den Flüssen, denn wir werden fahren auf die Themse, wir werden auf die Seine und auch nach Bordeaux auch noch reinfahren, also viele besondere Passagen, die auch hier in den nächsten Tagen auf uns warten. Man konnte sich schon wunderbar vorbereiten auf der Zuganreise hier in Richtung Bremerhaven mit einer Infobroschüre und dem Reiseführer, den alle Gäste kostenfrei mitgeliefert bekommen. Das ist ein Service von Phoenix, denn die Destination steht hier wirklich im Vordergrund. Und entsprechend freue ich mich sehr auf diese ganz besondere Route, ja, zu vielen Ländern, die wir hier entdecken werden. Heute ein sonniger Seetag zur Einstimmung auf dem Weg nach Greenwich, nach ja, Großbritannien. Und ja, es ist sonnig und damit ideal, um das Sonnendeck hier oben oder auch das große Promenadendeck zu genießen und sich mit MS Amadea schon mal ein bisschen vertraut zu machen. Wie zu Beginn üblich schauen wir dann einmal kurz in meine Kabine, eine Außenkabine auf Deck 6, die 659, um genau zu sein. Hier gibt es einen großen Schrank auf dieser Seite. Dem gegenüber befindet sich dann ein großer Schreibtisch mit einem, ja, nochmal das Wort groß, aber wirklich einem großen Spiegel auch und einer Menge Ablagefläche drumherum. Von der Größe wirklich angenehm, diese Kabine. Hier befinden sich dann die zwei Betten, tagsüber als Sofa, abends dann umgebaut zum Bett. Und dazwischen hier der Zugang zum Fenster, wo man dann rausschauen kann. Das lässt sich natürlich nicht öffnen bei einer Außenkabine, aber zumindest der Blick nach draußen. Wenn wir uns einmal umdrehen, hier das Fernsehgerät von beiden Betten aus gut zu sehen. Und ja, das ist die Außenkabine. Noch ein kurzer Blick ins Bad, denn ja, alles modernisiert, schick gemacht und damit auch geräumig. Vor allem hier die große Dusche gefällt mir. Ein Schiff aus dem Jahr oder 31 Jahre alt jetzt. Und ja, das kann sich durchaus sehen lassen, auch vor allem von der Größe her. An diesem heutigen Seetag ist ein Galaabend. Der erste Galaabend dieser Reise und ja, das ist ja durchaus immer etwas Besonderes. Und wir sind ja hier auf einem klassischen Kreuzfahrtschiff. Dementsprechend darf der Kapitänsempfang nicht fehlen. Ab 17.15 Uhr kann man heute Abend Fotos machen mit Kapitän Frohnbrück. Der ist ja auch bekannt aus ja, dem Fernsehen, der Fernsehserie Verrückt nach Meer. Er ist hier an Bord und stellt dann eben sich selbst und seine leitenden Offiziere vor. Der Kreuzfahrtdirektor stellt sein Phoenix-Reiseleiterteam vor. Das Ganze dann heute in der Atlantik-Lounge, also ganz am Heck hier, dieses große Theater. Ein feierlicher Anlass, gemeinsam anstoßen auf diese besondere Reise. Und anschließend ja, lädt Phoenix-Reisen dann ein zu einem Gala-Abendessen in den beiden Restaurants für Jahreszeiten und Amadea. Dort gibt es dann ein Sechsgang-Menü, ein Gala-Abendessen. Das war gerade hervorragend. Dort war ich gerade und komme jetzt wieder zurück. Und heute Abend findet dann noch in den verschiedenen Bars ein bisschen Musik statt. Hier vorne in der Vista Lounge ab 20.30 Uhr dann Live-Musik. Und heute Abend ab 21.15 Uhr im Theater in der Atlantic Lounge dann auch nochmal ein Programmpunkt mit etwas Entertainment am Abend. Ja, und dann sind wir morgen auch schon auf dem Weg auf der Themse in Richtung Greenwich. Nach diesem wunderbaren ersten Seetag und dem schönen Galaabend gestern beginnt heute das erste große Highlight dieser Kreuzfahrt hier an Bord der Amadea, denn wir erreichen oder wir haben die Flussmündung der Themse erreicht und sind nun bereits unterwegs hier auf dem Fluss in Richtung London. Nicht ganz London, nach Greenwich, ein Vorort von London, aber ja sehr weit schon im Landesinneren. Viele Schiffe fahren ja nach Southampton oder auch Dover oder Tilbury haben wir gerade passiert und bleiben dort liegen. Weite Entfernungen sind zurückzulegen, bis man dann nach London kommt. MS Amadea macht es anders und wir sind hier unterwegs auf dem ersten Fluss dieser Kreuzfahrt. Man könnte eigentlich sagen, der zweite Fluss, denn wir sind in Bremerhaven losgefahren und ja auch schon über die Weser ein Stückchen gefahren.
Also Fluss Nummer 2 heute hier die Themse in Richtung Greenwich, ein Vorort von London, der aber an sich schon viel zu bieten hat. Und von dort aus ist es dann nur noch ein Katzensprung bis in die britische Hauptstadt. Ich freue mich sehr auf diese Passage. Wir sind heute Morgen um 7.30 Uhr, haben wir den Lotsen aufgenommen und um 14 Uhr werden wir erst dort ankommen. Also wirklich ein Vormittag hier, sehr interessant mit dieser Passage. Wir werden gleich noch die große Brücke passieren und viele weitere schöne Passagen vornehmen. Währenddessen hinten am Heck ein Klassiker bei Phoenixreisen. Maritimer Frühshoppen mit ein bisschen Live-Musik und vielen Spezialitäten, was alles so aus dem Meer kommt. Das gibt es heute hier bei bestem Wetter auf der Themse. Ende September, der letzte Tag des September, ist heute alles andere als selbstverständlich noch hier um die 20 Grad und Sonne zu haben. Ich freue mich sehr und wenn wir angekommen sind, nehme ich euch mit auf einen Spaziergang durch Greenwich. Wir haben es geschafft und die Themse hier passiert bis nach Greenwich, kurz vor London, also wirklich kurz vor London. Weit ist es nicht mehr und morgen geht es auch mit einem Ausflug einmal in die Stadt. Aber die Fahrt hierher, die Passage und vor allem auch das Anlegemanöver hier auf unserer Redeposition, wir liegen nämlich nicht an einem festen Pier, sondern hier mitten auf der Themse, das war heute sehr, sehr beeindruckend. Also was man hier für einen Aufwand betreibt, um jetzt hier knapp 24 Stunden in Greenwich oder London zu liegen, das ist schon phänomenal und habe ich so auch lange nicht mehr gesehen irgendwo. Denn das war hier wirklich ein anderthalbstündiges Manöver, bis man hier fest war, bis alle Leinen festgemacht wurden und wir liegen jetzt an so einem Ponton. Von da aus fährt dann ein lokales Shuttleboot die Gäste vom Traumschiff, vom ZDF Traumschiff dann hier auch an Land. Ich war jetzt gerade noch zu Fuß unterwegs auf einem kleinen Spaziergang. Hier gibt es ja diesen Nullmeridian und entsprechend eine tolle Parkanlage, durch den dieser Meridian verläuft. Das ist ganz schön, dort durchzuspazieren und ansonsten hat Greenwich selbst ja auch schon ein bisschen was zu bieten. Gut, anderthalb, zwei Stunden kann man hier schön spazieren gehen. Ein schöner Abendspaziergang, bevor es dann morgen mit dem Boot, also ich will es wirklich auf dem Wasserweg bis nach London schaffen, bevor es dann mit dem Boot morgen Vormittag nach London geht, um zu sagen, ja, auf dem Wasserweg über die Themse von der Nordsee bis in die Innenstadt nach Westminster, aber dazu dann morgen mehr. Mit dem Boot bis nach London, das ist der heutige Ausflug von Greenwich aus, dann jetzt hier eben durch bis nach London, bis Westminster sind wir gefahren. Mit dem Ausflugsboot heute Morgen gegen 8 Uhr war Treffpunkt für diesen Ausflug. 5,5 Stunden ungefähr, 69 Euro pro Person, um dann hier in die britische Hauptstadt zu kommen. Man kann dort auch die lokalen Schnellfähren nehmen, dann kostet das Ganze nur 20 Pfund. Das als kleiner Tipp und Hinweis am Rande von Greenwich aus. Ja, und dann ging es einmal unter der Tower Bridge hindurch, an vielen Sehenswürdigkeiten vorbei. Das St. Paul's Cathedral, die haben wir gesehen. Es ging am London Eye vorbei bis zur Station Westminster, direkt dort an der berühmten Glocke Big Ben, ganz wichtig, nicht der Turm heißt so, sondern die Glocke dort oben am Big Ben, an der Glocke dann ausgestiegen, pünktlich um 10 zum Glockenschlag, den direkt gehört, das war ganz lustig und ein Zufall und von dort aus habe ich jetzt hier ein straffes Programm, wir haben ungefähr 2 Stunden Freizeit und ich bin unterwegs einmal durch die Stadt, es ging los mit dem Big Ben, es ging weiter zum Westminster Abbey, zum Buckingham Palace, zur Wachablöse und jetzt bin ich hier noch weiter unterwegs zum Trafalgar Square. Und laufe jetzt wieder zurück zur Themse, hier noch an der einen oder anderen weiteren Sehenswürdigkeit vorbei. Dann schaue ich mir das London Eye nochmal von gegenüber an. Und dann geht es auch schon wieder zurück, zugegeben, relativ oberflächlich dieser Besuch hier. Man kann auch Ausflüge buchen mit Guide, wo man dann noch ein paar Informationen an die Hand bekommt. Aber da ich auch schon ein paar Mal hier war, wollte ich einfach ein bisschen spazieren gehen und euch so ein paar Highlights von London hier zeigen.
der britischen Hauptstadt mit ganz viel Geschichte und ja, ganz vielen Besonderheiten, die natürlich auch interessant sind. Also wenn ihr wirklich was lernen wollt, bucht ihr vielleicht besser einen Ausflug mit Audioguides, wo man dann hier entsprechend lokale Reiseführer dabei hat, die einem noch ein bisschen was zu dieser schönen Stadt erklären. Gleich geht es mit dem Ausflugsboot dann wieder zurück nach Greenwich und von dort aus nimmt MS Amadea heute Nachmittag 14.30 Uhr Kurs auf den nächsten Fluss, dazu dann morgen mehr, aber erst einmal die Themse wieder hinaus bis auf die Nordsee und dann durch den Ärmelkanal rüber nach Frankreich. Ganz interessant die Durchsage, es ging nochmal um die Brücke, die nächste Brücke, die wir passieren. Es ist inzwischen schon die dritte auf der Passage in Richtung Rouen. Und ja, diese Brücke auch wieder 50 Meter hoch, das ist ungefähr immer so die Höhe, die diese Brücken haben. Und da passen wir mit der MS Amadea natürlich wunderbar durch. Das ist eben ein Vorteil, mit so einem kleinen Kreuzfahrtschiff unterwegs zu sein. Dann mogelt man sich einfach mal in Fahrtgebiete, wo eigentlich Flusskreuzfahrtschiffe unterwegs sind. Diese Stadt also wirklich fernab des, ja, zumindest Kreuzfahrermassentourismus, denn hier kommt kaum ein Schiff hin. Ja, es gibt immer mal wieder kleinere Schiffe, die hier hinfahren, aber es ist dann doch eher die Ausnahme. Vor allem auch auf dem deutschen Markt. Ich weiß noch, auf der letzten Tour von AIDA Aura kürzlich war das Schiff auch noch einmal hier. Das Schiff ist jetzt ja nun nicht mehr in der Flotte. Entsprechend hat zum Beispiel auch AIDA kein Schiff mehr, was hier hinfahren kann. Und Phoenix Reisen hat sie eben, die Schiffe. Und entsprechend freue ich mich sehr, dass Phoenix Reisen diese Chance auch nutzt und jetzt nicht einfach in Le Havre oder auf Fleur festmacht, sondern sagt, wir fahren den Weg durch bis morgen und dann eben hier ein besonderes Reiseziel auch nochmal zu bieten. Dort werden wir overnight liegen, heute Abend gegen 17 Uhr ankommen und bis morgen 19 Uhr da sein. Also 26 Stunden haben wir in dieser schönen Stadt zur Verfügung, um entweder Ausflüge oder Erkundungen auf eigene Faust zu machen. Und zum Beispiel die Hauptstadt, die französische Hauptstadt Paris, ist ja auch nicht weiter. Aber jetzt genieße ich erstmal weiter hier die Fahrt durch die Normandie. Wirklich traumhaft schön und jetzt kommt auch schon direkt die dritte Brücke hier voraus.
Die Fahrt heute hier durch den Normandie bis Rouen hat sich als sehr, sehr schön herausgestellt. Ich habe auf Instagram ja auch einiges schon geteilt von dieser Passage und da haben manche von euch geschrieben, dass es ja fast schöner als eine Fahrt durch die norwegischen Fjorde aussieht. Ja, also definitiv ein Highlight dieser Reise und jetzt sind wir hier bei Nacht in Rouen und es gibt hier an der Kathedrale dort hinten, an der großen Kirche, gibt es abends eine Lichtshow über die Sommermonate bis zum 30. September. Jetzt dürft ihr dreimal raten, welches Datum heute ist. Ja, der 2. Oktober, also knapp verpasst. Das wäre für mich ein Grund gewesen, heute Abend nochmal in die Stadt zu fahren. Da diese Lichtshow jetzt nicht stattfindet und es hier an Bord jetzt auch gerade noch wunderbar ist, habe ich mich entschieden, nicht mehr in die Stadt zu fahren heute, sondern morgen Vormittag erst und jetzt hier den Abend noch an Bord zu verbringen. Zum Beispiel in der Jupiter Bar dort hinten am Heck zu sitzen und noch ein bisschen den Ausblick hier über die Seine und auch die Stadt zu genießen oder heute Abend noch einmal in das Showprogramm zu gehen. Dort gibt es eine Jazz-Show. Nur ist es so, dass Fotografieren und Filmen während der Shows leider nicht erlaubt ist hier an Bord der MS Amadea, sodass ich euch davon leider keine Einblicke mitbringen kann. Aber das, was ich bisher gesehen habe, die zwei Shows, die ich geschaut habe, waren wirklich toll. Entsprechend ist es heute Abend sicherlich auch nochmal eine Möglichkeit, da vorbeizuschauen. Es gibt aber heute Abend auch Shuttlebusse in die Stadt. Morgen früh dann auch wieder 10 Euro hin und zurück pro Person. Oder man geht zu Fuß, ungefähr 45 Minuten Fußweg. Da gibt es auf jeden Fall verschiedene Möglichkeiten und morgen früh werde ich genau das tun und euch dann wieder mitnehmen. Nach einer ruhigen Nacht im Hafen an Bord der Amadea, heute genügend Zeit, um Rouen zu erkunden. Wir liegen ja noch bis 19 Uhr im Hafen, also 26 Stunden Liegezeit insgesamt hier in dieser Hauptstadt der Normandie, also ganz idyllisch und romantisch. Heute gibt es verschiedene Möglichkeiten, die Stadt zu erkunden, entweder per Phoenix-Ausflug mit dem Shuttlebus für 10 Euro pro Person hin und zurück oder so wie ich es mache, zu Fuß. Denn der Fußweg dauert ungefähr so 30 bis 40 Minuten entlang des Ufers der Seine, also sehr schön dort entlang zu laufen. Und dann kann man sich ganz gemütlich entlang der Seen hier vorbei arbeiten. Angefangen beim großen Marktplatz, beim historischen Marktplatz mit ganz vielen Fachwerkhäusern, tollen Cafés, also richtig idyllisch dort zu sitzen, vielleicht auch mal einen Kaffee zu trinken oder ein Croissant zu essen. Wir sind ja hier in Frankreich, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Und dann ganz entspannt dieser Einkaufsstraße entlang zu laufen, auch hier wieder ganz historisch mit vielen alten Bauwerken, teilweise ganz schief noch, wo ich mich immer frage, dass das nicht umkippt, ein Wunder. Aber es hält ja schon seit Jahrhunderten und dann wird es wohl auch noch ein bisschen weiterhalten. Relativ viel Verkehr heute Vormittag hier. Ich bin relativ früh losgegangen, 9 Uhr losgegangen und jetzt sind hier einige Fahrzeuge unterwegs, die Restaurants und Shops natürlich versorgen, ganz klar. Das wird dann später etwas ruhiger, denke ich mal. Und dann bin ich durchgelaufen hier bis zur Notre Dame, die natürlich ganz besonders bekannt ist hier in der Stadt, einmal reingegangen. Sehr interessantes, imposantes Bauwerk. Und von hier aus kann man dann wieder ganz entspannt zurücklaufen. Insgesamt so 2-3 Stunden, würde ich sagen. Und da hat man auch die wichtigsten Sehenswürdigkeiten der Stadt gesehen. Es hat sich definitiv gelohnt, dass wir hochgefahren sind mit der Amadea, die Seine einmal von der Küste bis hier ins Landesinnere, in die Hauptstadt der Normandie. Eine schöne Stadt, die es sich wirklich lohnt anzuschauen und alles andere als selbstverständlich mit einem Hochseekreuzfahrtschiff hierher zu kommen. Anders sieht das aus, wenn man Flusskreuzfahrten auf der Seine macht, denn dann ist Rouen natürlich neben Paris eines der ganz großen Highlights auf dieser Route. Nach gut 26 Stunden Liegezeit verlassen wir jetzt gleich wieder den Hafen von Rouen und fahren dann einmal die Seine runter in Richtung Ärmelkanal. Den ganzen Weg, den wir hinaufgefahren sind, müssen wir jetzt auch wieder flussabwärts nehmen. Also nochmal eine tolle Passage heute zum Finale des Tages. Und gerade bei so einer schönen Passage würde ich jetzt liebend gern draußen sitzen heute Abend. Und auch wenn es jetzt noch nicht mehr ganz so warm ist, aber trotzdem einfach die Stimmung dort wahrzunehmen, die Aussicht zu genießen. Aber das geht hier an Bord nicht, denn abends sind beide Restaurants, also das Vierjahreszeiten und das Amadea, dann mit Service am Platz und kein Buffet. Morgens und mittags ist das Amadea-Restaurant ja mal ein Frühstücksbuffet und das Vierjahreszeiten, da gibt es mittags auch Service am Platz. Abends sind dann beide eben à la carte Restaurants und das muss man einfach wissen. Ist ja an sich schön, ich genieße das sehr, dort abends zu sitzen und den Service zu genießen.
Aber gerade in solchen Momenten, wo man jetzt über den Fluss fährt und die Ausfahrt sich anschauen möchte, ist das in meinen Augen ein kleiner Nachteil, den ich euch einfach mal mit auf den Weg geben möchte. Wir sind dann unterwegs in Richtung Kanalinseln. Da bin ich sehr gespannt drauf, auf die nächsten Reiseziele. Es geht auf die Kanalinseln, es geht nach Bordeaux. Viele tolle Ziele und es geht natürlich auch weiter hier um die MS Amadea von Phoenix Reisen. Wenn ihr daran Interesse habt, schaut gerne im nächsten Video wieder rein hier auf dem Kanal. Abonniert den Kanal, gebt dem Video einen Daumen hoch und bucht gerne eure nächste Reise unter meinschiffberater.com. Vielen Dank und bis ganz bald hier von Bord der MS Amadea, euer Kreuzfahrturlauber Fabian.